Herzlich willkommen, liebe Basketballfreunde, zu einer neuen Folge auf Ortspedia. Wir reden über die NBA und genauso rot wie mein Kopf vom Sonnenbrand ist es auch heiß in der Tabelle. Sowohl im Osten als auch im Westen haben die Positionskämpfe begonnen. Unglaublich spannende letzte 12 Spiele. Und wir schauen uns gleich die Tabelle und natürlich die Spiele vom heutigen Sonntag an. Bis in gleich. Ortspedia. The Sports Betting Community. Ja, Ortspedia des Sports Betting Community. Und hier ist der Osten, die Tabelle. Schaut euch das mal an. Mittlerweile haben wir eine Veränderung. Auf Platz 1, die Brooklyn Nets haben die 76ers überholt. Und leider muss man sagen, wird das aus meiner Sicht auch im Rest der Saison so bleiben. Denn bei Philadelphia geht das Verletzungsgespenst um. Ben Simmons krank tatsächlich, man weiß nicht, was er hat. Embiid hat es ein bisschen wohl an Knie und Schulter, Blessuren, tut halt alles weh. Und dahinter sind dann die Bucks, die mit 2 Siegen gegen die 76ers, natürlich auch ersatzgeschwächt, jetzt den Platz 3 gefestigt haben und auch noch Chancen auf Platz 1 und natürlich 2 haben. Das heißeste Team der Liga kommt derzeit aus New York, 9 Siege in Folge. Dann die Hawks, Celtics, die heute auch spielen werden. Heat, Charlotte, Hornets, Pacers und die Wizards mittlerweile auf der 10. Raptors und Chicago mehr oder weniger gleich auf. Die haben auch noch Chancen auf das Play-In-Tournament. Wenn ihr euch hier die Tabelle anschaut, dann ich persönlich, wenn ihr mich verfolgt oder vielleicht das ähnlich seht, bin kein Fan von den Nets. Ich mag diese Superteams nicht. Und momentan, muss man sagen, hätten die es schon sehr einfach. In der ersten Runde gegen die Knicks, Entschuldigung, in der ersten Runde gegen die Hornets oder wen auch immer, im Semifinal könnten dann Knicks oder Hawks warten, während 76ers und Bucks sich im Halbfinale gegeneinander auskegeln würden, beziehungsweise einer dieser beiden Teams gegen die Celtics spielt. Also wegen der Spannung und damit Brooklyn es nicht so leicht hat, hoffe ich, dass Celtics noch auf die 4 kommen oder die Nets auch verletzungsgeplagt vielleicht noch Platz 1 abgeben werden. Im Westen, wie sieht es da aus? Hier können sich die Jazz ein bisschen die Führung behaupten. Mittlerweile 1,5 Siege Vorsprungs vor den Suns. Die Clippers, das wahrscheinlich gefährlichste Team im Westen auf der 3, und die würden jetzt gegen die Mavs spielen, die 3 Siege in Folge geholt haben und unbedingt noch die Lakers einholen sollten, um eben den Clippers aus dem Weg zu gehen. Natürlich kann sich hier auch noch was tun. Clippers mit 9 Siegen aus den letzten 10 Spielen. Aber ob die dann wirklich am Ende noch die Suns oder Jazz einholen, bezweifle ich. Ich glaube auch nicht, dass die Nuggets die nochmal einholen werden. Denn die sind ja ohne Murray mittlerweile leider wegen Kreuzband draußen. Und die Lakers sind weiterhin ersatzgeschwächt, haben eigentlich das Maximum mit dem derzeitigen Team rausgeholt. In die Play-Ins sind momentan die Trailblazers, Grizzlies, Spurs und Warriors. Hier haben wir schon 4 Spiele Rückstand der Pelicans und auch 5,5 von den Kings. Also ich erwarte nicht mehr, dass hier noch eins der unteren Teams rauskommen. Eliminated sind ja bereits Timberwolves und Rockets. Respekt vor den Warriors, Respekt vor Steph Curry, aber auch vor Greg Popovich, Spurs. Grizzlies eigentlich auch mit einer echt coolen Saison und die Trailblazers, die losern richtig ab in den letzten Wochen. So, genug der Tabelle. Wir schauen uns mal das erste Spiel an. Das sind die Charlotte Hornets gegen die Boston Celtics. Und ja, was willst du sagen? Boston auf Position 6. Enttäuschende Saison bisher. Beide Teams haben schon mal zusammen gegeneinander natürlich gespielt. Ich schiebe es hier noch ein bisschen besser hin. Lassen wir es vielleicht doch. Das haben die Celtics 116-86 gewonnen. Und wenn man sich überlegt, wie gehandicapt die Kollegen aus Charlotte sind. Tut mir leid, dass hier das hier nicht so ganz aussieht, wie es aussehen soll. So, also hier haben wir natürlich einen klaren Favoriten, die Boston Celtics. Wir haben es in der Tabelle gesehen, die müssen jetzt eigentlich gewinnen, aber die haben schon öfter genau diese Spiele verloren. Sie haben in den letzten 10 ein bisschen besser performt, offensichtlich mit 7 Siegen, 3 Niederlagen. Hornets 4 von 6, auch eigentlich
trotz der Verletzung ganz gut performt. Ich würde hier wegen der Positionskämpfe und weil ich Boston einfach deutlich mehr zutraue, eine minus 6, minus 8 auf in diesem Spektrum zwischen minus 6 und minus 8, je nach eigener Risikoerwägung, gehen. Spricht eigentlich viel mehr dafür, dass Boston dieses Spiel gewinnt. Von den Over-Under-Punkten schauen wir auch nochmal ganz kurz. Da tendieren wir ja in der Regel immer under zu gehen bei diesen Early Bird Spielen in Anführungsstrichen. Aber 215, die Line ist gefährlich. Da würde ich sogar eher übertendieren, beziehungsweise Hände weg, weil Charlotte einfach nicht mehr so richtig defensive spielen kann. Die Warriors, 30 Siege, 30 Niederlagen. Wie die meisten Teams haben sie 60 Spiele absolviert. 72 sind es ja. Kings immer mal wieder mit Zwischenruns. Dann haben sie mal wieder angeklopft an die Playoffs. Aber ja, mittlerweile sind sie eigentlich auch zu weit weg. Die Warriors haben das letzte Spiel hier tatsächlich verloren. 141 zu 119, Wahnsinn. Aber davor mit 137 zu 106 gab es auch ein Feuerwerk an Punkten. Und die Quoten sind gefährlich. Hier, klar, Kings sind auch nicht in Bestbesetzung. Nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich hier Kings plus 10 plus 11 nehmen. Und ich traue ihnen aber auch einen Sieg zu. Also die Quote von der 5,5 ist sicherlich nicht verkehrt. Kann man mal anspielen. Wir sehen es, jetzt haben sie hier gerade gegen die Timberwolves gewonnen. Das heißt ja nicht unbedingt was. Aber sie haben auch schon gegen die Mavs gezeigt, dass sie gefährlich sind. Warriors, bittere Niederlage hier gegen die Wizards, aber davor oder danach besser gesagt gegen die Nuggets gewonnen. Also bleibt dabei, Kings plus 10 ist mein Tipp und die Line mit 228, 229. Da gehen wir over, weil wir haben ja gerade gesehen, bei den anderen beiden Spielen gab es über 250 Punkte. Das soll nicht unbedingt bedeuten, dass sich die Geschichte wiederholt. Aber wir haben hier zwei Teams, die, wenn sie eine gute Trefferquote von 45 bis 50 im Spiel haben, definitiv drüber gehen werden. Verteidigung ist da nicht unbedingt ihrs. Siegen ist nicht das von diesen beiden Teams. Orlando Magic gegen die Indiana Pacers. Ja, die Pacers im Kampf um die Playoff-Seeds bzw. um das Play-In-Tournament. Magic kämpfen ganz gut, aber sind letztendlich nicht gut besetzt, dass man da irgendwie Chancen in irgendeine Richtung hätte. Ne? Pacers haben beide Spiele gewonnen, beide knapp. Dementsprechend ist auch die Quote auf die Magic nicht ganz so schlecht. Schauen wir auch mal hier die Line an. Pacers, muss man auch sagen, relativ ersatzgeschwächt über die Saison. Magic als Heimteam sollte man nicht unterschätzen. Hier Magic plus 6, plus 5,5, sicherlich nicht das allerverkehrteste. Und dann schauen wir mal bei den Over-Under. Klingt blöd, aber hier ist wirklich, Buchbacher haben da viel richtig gemacht und dementsprechend Hände weg von dem Spiel. Giannis Antetokounmpo, die letzten Spiele waren wirklich mit Selbstvertrauen. Ich meine, er macht immer super Stats, er ist jetzt zweifacher MVP gewesen. In dieser Saison wird das bestimmt nicht ein drittes Mal. Dafür sind seine Bucks auch diesmal in der Saison angenehm schwach, in Anführungsstrichen. Nichtsdestotrotz haben sie weiterhin die Möglichkeit, Tabellenerster zu werden. Sie haben jetzt gegen die Hawks beide Spiele in diesem Jahr bisher gewonnen, auch relativ deutlich. Wobei am 16. April war das gegen eine sehr handicapte Atlanta-Mannschaft. Atlanta selber hat gerade erst 118 zu 103 gegen Miami gewonnen und die Bucks mit dem Doubleheader gegen die 76ers, keine Probleme. Hier gegen die Suns wirklich Pech. Eine Fehlentscheidung fand ich am Ende der Partie, die zu einem Freiwurf von Phoenix noch geführt hat. Und eine unnötige Niederlage gegen die Grizzlies. Also, Milwaukee hat Chancen, noch Erster zu werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass die keinen Bock haben in der ersten Runde. Ich sage immer in der ersten Runde, aber in Wirklichkeit ist es ja im Halbfinale. Warum sage ich das? Nein, in der NBA ist es ja oftmals so, dass einfach die Erster, Zweiter, Dritter, Vierter ins Semifinal kommen. Ist relativ selten, dass da vielleicht mal ein Team
ja, dazwischen funkt, ne? Also auf jeden Fall glaube ich, dass die Bucks ein großes Interesse haben, nicht in der ersten Runde gegen Boston zu spielen und auch nicht im Semifinal gegen die 76ers. Platz 1 ist noch im Bereich des Möglichen. Und deshalb nehmen wir ganz entspannt eine Bucks minus 6 Punkte mit und sind davon überzeugt, dass diese Wette auch einlaufen wird. Over-Under, hier haben wir schon ordentliche Lines wieder mit 228 Punkten. 227 gefühlt eher over, aber Bucks minus 6, hier mein Tipp. Hier, was soll ich dazu sagen, ne? Washington Wizards, ich habe die auf meiner Liste gehabt, dass sie die Playoffs machen werden. Die Liste war am Anfang der Saison natürlich noch auf die Top 8 ausgelegt. Top 10 war für mich klar, dass sie es werden. Dann haben sie aber unglaublich schlecht gespielt. Jetzt aber ist Folgendes passiert. Sie haben in den letzten 10 Spielen richtig gut abgeschnitten, unter anderem hier die letzten 5 gewonnen. Klar gegen Oklahoma, das ist ein Muss-Sieg, den haben sie auch zweimal geholt, Pistons auch nicht so gut, aber Pelicans und Wizards sind nicht zu verachten. Gegen die Cavs haben sie die Saison einmal gewonnen, einmal verloren und dementsprechend sind die Quoten auch, für die Cavaliers geht es im Prinzip um nichts mehr. Auch hier müssen wir sagen, dass die Wizards mir nicht konstant genug sind, um die Cavs wegzuschießen. 9 Siege, eine Niederlage in den letzten 10 Spielen. Sie werden das trotzdem gewinnen. Und deshalb kann man sich vielleicht überlegen, ob man die Wizards vielleicht mit einem anderen Spiel kombiniert. Wir schauen uns auch mal hier over an, weil wenn die Line über 220, 225 Punkte ist, würde ich es tatsächlich anspielen. Buchmacher sagen aber sogar wieder bei 230. Kann man mal machen. Verdoppler ist da eigentlich eine ganz faire Nummer. Wizards können ja nicht verteidigen. Wer nicht mehr gewinnen kann, sind hingegen die Portland Trailblazers. Also sieht ein bisschen düster aus bei Portland. Jetzt spielen sie gegen Memphis. Da haben sie auch noch beim letzten Spiel verloren. Genauso wie davor gegen Handicapped Nuggets, gegen Blazers, gegen Clippers und gegen Hornets. Davor einen knappen Sieg gegen die Spurs. Der Witz ist ja hierbei, wenn ihr euch die Ergebnisse anschaut, wir reden hier 2 Punkte Niederlage, 1 Punkt Niederlage, 1 Punkt Niederlage und 1 Punkt Sieg. Also, es hätte genauso gut anders rauskommen können, nichtsdestotrotz ist das nicht passiert und das heißt, die Blazers sind auf einmal auf Position 7. Nochmal zur Erklärung, der 7. spielt gegen den 10., der 8. gegen den 9., wenn der 7. gegen den 10. gewinnt, ist er in den Playoffs und die beiden, und wenn der Schwachsinn, totaler Schwachsinn, was ich gesagt habe. Der 7. spielt gegen den 8., wenn der 7. gewinnt, ist er in den Playoffs und der 8., oder besser gesagt, der Verlierer dieser beiden, dieses Spiels, geht dann nochmal gegen den Gewinner von 9 gegen 10. Also, was ich eigentlich sagen wollte, Portland hat ein großes Interesse, dieses Spiel gegen Memphis zu gewinnen, weil, schauen wir es uns nochmal kurz an, die sind derzeit 1,5 Spiele davor. Wir haben hier nochmal den direkten Vergleich, der ist momentan 1:1. Das bedeutet, wenn Portland gewinnt, dann sind sie 2,5 Spiele vor Memphis, eigentlich sogar noch eins mehr, weil sie den direkten Vergleich gewonnen haben. Der zählt ja noch in der NBA. Das heißt, Portland ist zum Siegen verdammt und hat nach 4 Niederlagen in Folge nicht die besten Vorzeichen, aber wir haben gerade gesehen, die Niederlagen waren knapp. Wir glauben an Dame Lillard, wir glauben an Portland und die Line ist mit 235 hoch, wie man hat es erwarten können. Aber wenn wir hier uns die Betting Lines mal anschauen, na hier, bin so nervös, ist die Hitze und der Sonnenbrand noch. Wenn wir uns die Line anschauen, die ist gefährlich, um die 5 wäre mir schon zu hoch, aber minus 3, minus 3,5 ist in dem Rahmen, wo ich glaube, dass wir den Sieg erleben werden. Also, heute 22 Uhr, sehr, sehr attraktives Spiel, auch für uns Deutsche. Genauso sehen wir ein Topspiel, nämlich der Tabellenerste im Osten gegen den Tabellenzweiten im Westen. Ich drücke ganz, ganz dolle unseren Phoenix Suns die Daumen. Aus am Anfang genannten Gründen. Ich möchte nicht, dass Brooklyn Erster wird. Ist dann auch besonders spannend, wenn Brooklyn verlieren sollte,
dann haben wir ein paar Stunden später noch eine viel größere Motivation der Bucks, dass die dieses Spiel gewinnen werden gegen die Hawks, was wir angeteasert haben. Und hier bei dem Spiel, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ist mein persönlicher Nachteil, ich mag Phoenix so ein bisschen und Brooklyn gar nicht. Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich mir dieses Spiel anschaue und Brooklyn die Daumen drücke, dass sie gewinnen. Knappe Niederlage sichern wir uns noch ab, aber hier schaut mal eine 1,8 Phoenix plus 3,2 oder von mir ist auch hier plus 2 oder sogar den Sieg mit einer minus 2,5, das ist ein knappes Ergebnis, gibt eine 2,5er Quote. Also sehr, sehr spannende Wetten, ein sehr, sehr schöner Spieltag mit tollen Spielen, Quoten insgesamt gut gewählt von den Buchmachern, kannst du nicht sagen. Wir sind in den letzten Zügen der Regular Season. Nächste Woche ist dann schon eigentlich das letzte Regular Season Video. Danke, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich über jeden einzelnen Daumen, tatsächlich. Ich freue mich auch immer über eure Kommentare. Und dann lasst mich doch mal eure Lieblingswetten wissen. Und bis dahin wünsche ich gute Zeit, gute Wetten. Und genieße den Tag jetzt draußen. Ciao, ciao. Oddspedia, the Sports Betting Community.